Was ein Mist hier. Das normale Kraut. Vielleicht sind die Kackteile hier wieder gewachsen. Ich glaube eher nicht, aber ich denke, dass sie tatsächlich respawnen. Aber ich denke, da wird eine Zeit dauern. So ein paar Nächte. Du musst tatsächlich gleich im Wald suchen gehen, ne? Für die letzten paar. Einfach mal die Schnauze halten, ne? Nur weil du kein cooles Jetpack hast. Ups. Tja. Gehen wir mal noch ein bisschen im Wald rumspielen. Ach ja, 5 Stück brauche ich noch. So, ich speichere mal eben. Dann suchen wir mal noch die 5. Genau 5 Stück. Dann haben wir tatsächlich geschafft, die blöde Mistquest hier. Und dann, wie gesagt, und dann gucken wir mal. Entweder laufe ich dann wirklich Richtung Wüste. Oh, ein Wein. Da liegt ein Wein, ein Wein, ein Wein. Der soll es sein. Der Wein. So. Pilze. Gib mir Pilze! Dich hole ich mir. Was? Wer? Zieh die Waffe, danke. Wer holt sich wen? Ach da. Ja, und Bandit, der ist ja bestimmt ein Totenkopf, ne? Ja, natürlich ist er tot. Oh oh. Hör auf. Totenkopf, ey. Was ist denn los mit euch? Wo ist denn hier der eine? Macht immer lang da. Kommt er hoch? Ja, der kommt tatsächlich. Hier, macht immer lang. Den hau ich um. Sag ich doch. Danke. So geht das. Erstmal verschwarten lassen von dem anderen. Dankeschön. Danke. Sehr cool. So macht man das. Kann ja selber kämpfen, erstmal dahin ziehen und dann verkloppen lassen. Obwohl ich ja gerne die Axt von ihm hätte oder was immer das ist. Aber das ist hier vorne, glaube ich, ne, die Banditen. Dann möchte ich da aber nicht hingehen. Ich würde gerne am Wasser lang gehen und gucken, ob ich irgendwo vielleicht die Pilzchen noch finde. Aber in dem Kackteil war ich doch schon. Da habe ich davon die Leichen gefunden.
Letztens, beim ersten Mal. Wenn man muss ich vielem aus dem Weg gehen. Da ist der. Nur noch vier. Vier Stück noch. Drei Stück noch. Hier vorne vielleicht noch einer. Eine mächtige Heilpflanze auf jeden Fall, ja. Okay. Schade. Mann, Mann, Mann. Das war knapp. Alter Schwede. Da hätte ich fast den Löffel abgegeben. Oh, da stehen da zwei nebeneinander. Wie find ich denn das? So, jetzt brauche ich noch. Wie viel brauche ich noch? Wo ist das Zeug überhaupt? Ja, einen noch. Schwabe, einen wunderschönen guten Abend. Wünsche ich dir. Wie geht's dir? War da noch einer? Ne. Und noch einen blöden Pilz. Da. Danke. Überaus freundlich. Ja, mir geht's soweit gut. Ein bisschen viel Stress gehabt die Woche. Wir haben ziemlich lange gearbeitet. Am Donnerstag zum Beispiel. Aber sonst geht's eigentlich gut. Der kurze, wir kriegen einen Zahn gerade. Ist ein bisschen jämmerlich, sag ich mal. Weinerlich, sagen wir so. So, war das da unten? Und ja, jetzt ein bisschen entspannen. Heute war auch ein bisschen später. Ich wollte eigentlich früher anfangen, aber gut. Ging halt leider nicht anders.
Aber gucken, wie die Woche wird. Ich hoffe, die Woche wird ein bisschen entspannter mit in Spätschicht und alles. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ach, nicht das Federvieh. Hier. Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Zeig her. Hier, das Setzerboot sollte reichen. Du bist ja der geborene Sammler. 400 Erfahrungspunkte. Dankeschön. Ja, Vaterfreund, genau. Ja, und wie gesagt, und meine Frau hat jetzt Urlaub die Woche. Ich muss arbeiten und mal gucken. Morgen ist Geburtstag vom Kurzen. Was geht's in dem Game? Das ist von den Gothic-Machern. Also das ist im Endeffekt, ich würde jetzt einfach salopp sagen, Gothic im Science-Fiction. Oder noch nimmer, ist noch nicht mal Science-Fiction. Also ist schon ein bisschen mit Technik und Waffen und so, aber... ja, ist aber in alter Gothic-Manier. Gothic und Ryzen. Also ist eigentlich ein Rollenspiel. Also ich nenne sowas Action-Rollenspiel. Also man hat halt ganz normal... Ich zeige es eben kurz, man hat hier halt seine Attributspunkte, ne, wie man von Rollenspielen kennt. Man hat hier einen Skillbaum, wo man gewisse Sachen machen kann. Kampf, Überleben gibt es noch, Handwerk, Persönlichkeit. Dann gibt es drei Fraktionen, die man sich anschließen kann. Dann sind einmal die Berserker, das ist die Outlaws und die Kleriker. Die Berserker sind so eher magische Nahkämpfer, würde ich das mal nennen. Die haben eher auf Nahkampf und Bogen. Und haben halt Magie hier, wie man sieht. Dann gibt es die Outlaws, das sind so eher so... Ja, die sind so eher mit Maschinen, haben die zu tun. Gewehre und so und Granaten. Und die sind auf Stims, also das heißt nichts mit Magie. Die sind dann eher so mit Stims, also so... so, ja, hängen an der Nadel, nenne ich mal. Und dann gibt es so die Kleriker, die sind so, die haben, ja, magische Waffen... um Ziehkräfte halt. Das sind die drei Fraktionen. Dann gibt es hier noch halt ganz viele verschiedene Waffen. Einhändige Waffe, zweihändige Waffen, Gewehre, schwere Waffen, das sind so Handgranaten und so weiter. Dann gibt es noch Magie, habe ich ja gerade gesagt, und dann noch halt verschiedene Munitionsarten gibt es noch. Rüstungen gibt es natürlich auch alles mögliche. Tränke, Stims und so weiter und so fort. Nahrung, Pflanzen sammeln, kann man sammeln. Man kann ja eigentlich fast alles einsammeln. Quest-System, ganz normal, Karte, die ist ein bisschen sehr groß und ich habe gerade mal das hier entdeckt. Ich sollte, glaube ich, nicht... Ich höre was. Achso, ich bin ja hier in dem Lager, also alles gut. wie gesagt, Karte ist riesig. Also ich weiß, dass... Hier oben ist dieser Konverter, da war ich im letzten Stream, da bin ich auch sehr schnell gestorben. Also was hier ist... Im Endeffekt ist das sehr schwer, das Spiel, kann ich dir schon mal sagen. Also kann ich überhaupt jedem sagen. Das Spiel ist sehr, sehr schwer, also sehr knackig am Anfang, weil man hat am Anfang keine Rüstung und nur eine Waffe. Und die Viecher, die sind sehr stark. Des Weiteren, wenn man hier durch den Wald geht, sieht man, hat man bei mir im Stream schon gesehen, gerade im letzten. Das ist nicht levelabhängig, der Wald. Also hier kann auch passieren, dass hier mal eben ein Monster vor einem steht, was dich mit einem Schlag umhaut. Und jetzt stehe ich halt vor dem Problem. Und zwar weiß ich nicht, was für eine Quest ich meine. Ja, frustrierend, ja. Also frustrierend ist es eigentlich eher weniger, weil man ja im Endeffekt immer speichern kann. Du kannst dich sofort überall hin teleportieren. Also ich kann jetzt hier irgendwo hinklicken auf die Portale und kann mich wegteleportieren. Ich kann ich kann abhauen. Das ist ein Offline-Spiel, Schwabe. Also ganz normal, Steam. Singleplayer.
Wie gesagt, man kann hier halt viel machen. Also, wie gesagt, du kannst jetzt hier, ich kann jetzt hier hinlaufen und kann den Monstern aus dem Weg gehen. Du siehst die ja. Es gibt natürlich Aktionen oder Stellen, da siehst du die nicht. Oder hängen dann vor dem Hügel oder sonst wo. Ich guck mal, ob ich irgendwo so ein großes Viech sehe. Da sieht man zum Beispiel welche. Die sollte man tunlichst nicht angreifen. Jetzt. In dem Moment, wie ich gerade drauf bin. Weil erstens sind es 4 Stück. Und zweitens würde ich ganz grob schätzen, die sind stärker als ich. Viel stärker. Und die greifen dich, glaube ich, alle 4 gleichzeitig an. Deswegen böse Falle. Und dann gibt es hier noch Unholde, das sind so Riesen. Sag ich mal, die habe ich schon gesehen. Dann gibt es hier, habe ich schon eine riesige Spinne gesehen. Ist ja ein klassisches Rollenspiel mit Sci-Fi-Elementen, könnte man so sagen. So ein bisschen futuristisch. Ein bisschen. Es gibt hier Maschinen und so, gibt es ja auch. Und solche Geschichten. Dann gibt es hier den großen Aufzug. Der sieht auch richtig geil aus, das Ding. Warte, von oben vielleicht. Man ist hier auch im Prinzip ein, ja, sag mal ein Abgestürzter. Ja, ich werde es definitiv durchspielen, weil ich habe darauf auch drauf gewartet tatsächlich, weil ich find's auf jeden Fall cool. Also ich habe mich auch gefreut, mal wieder endlich mal wieder so ein Spiel. Das ist schon lange her, dass ich so ein Spiel gespielt habe tatsächlich. Also sowas wie auch wie Oblivion oder sowas. Also das ist schon lange her, tatsächlich. So, dann gehen wir mal zu dem da. Ich hoffe nur, ich laufe jetzt nicht wieder irgendwas in die Arme hier. Was passieren könnte. Ich kenne mich. Okay. Ach, das ist der hier rumläuft. Halt dich kurz, ich bin müde. Ein Berserker namens Askor ist ermordet worden. Ja, ich weiß. Ich wusste irgendwie immer schon, dass es so weit kommen würde. Askors Ehrgeiz war noch größer als sein Leichtsinn. Er hätte auf mich hören sollen und hier draußen bleiben, anstatt zu versuchen, die große Karriere zu machen. Dann würde er sicher heute noch leben. Warum interessiert dich das eigentlich? Ne, es ist Mittelalter angehaucht, ja. Also zum Beispiel die Berserker, das ist so eher, also vom Stil her mittelaltermäßig. Aber die haben halt auch mit Magie zu tun. Die schwören aber aller Technik ab. Also du wirst auch immer angemacht von denen, wenn du da dein Jetpack benutzt in der Stadt oder so. Es ist, ich weiß gar nicht, wie der Planet hier heißt tatsächlich. Man ist hier, man ist am Anfang ist man Alp, da sind diese, ich sag jetzt mal, die sind hier süchtig nach dem Zeug, was es hier gibt. Das ist durch einen Meteorit hier aufgeschlagen. Das nennt sich Elex. Und die sind im Prinzip süchtig danach. Und die wurden verändert, da sind auch Menschen, die wurden aber verändert, aber ja, die nennen sich dann Alps. Das sind so eine. Ah, ich weiß nicht, wie gewissenlose Menschen, kann man so sagen. Ja, und wie gesagt, dann gibt es die Berserker, das ist so eher Mittelalter angehaucht, die haben mit Technik nichts am Kopf. Es gibt natürlich einige, die wollen Technik haben, aber ist ja gesetzlich verboten bei denen. Wie gesagt, die Kleriker kenne ich noch nicht und die Outlaws kenne ich zwar schon, ich habe schon 2 getroffen. Outlaws sind so eher die, ja, die Gesetzlosen, die überhaupt nichts interessiert. Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Für die Biester in der Gegend Weiter bin hier ich noch nicht. reicht's. Also ich sag mir auch, dass ich das Spiel halt gerne auf jeden Fall komplett selbst gucke. Ich gucke nichts nach, ich gucke keine Videos oder sonst irgendwas. Und ja. Hast du die Leiche gesehen? Ich war früher schon öfter dort, wo sie Askor gefunden haben, aber seitdem. Also ich gehe da bestimmt nicht wieder hin. Höchstens noch in die Stadt. Ich war letzte Tage noch da, aber. Und wo gehst du hin, wenn du nicht hier bist?
Ich gehe nirgendwo hin, wenn es nicht sein muss. Es ist so gefährlich hier draußen. Da ist es schwer zu entspannen. Und wo entspannt es sich so am besten? Nun, da gibt es einen Aufzug ins verbotene Tal. Da gibt es eine Stelle mit einem tollen Blick ins Tal. Da gehe ich manchmal hin und freue mich, dass es mir hier oben besser geht als den armen Teufeln da unten. Du kanntest Askor gut? Das will ich meinen. Er war mein Freund. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir beide schon alles zusammen durchgemacht haben. Dafür, dass du wenig damit anstellst, bist du recht kräftig. Mag sein, aber es will immer gut überlegt sein, wofür man seine Kräfte aufspart. Was hast du von der Sache mitbekommen? Nicht viel. Ich war hier draußen, als es passierte. Askor wurde ja in Goliath getötet und dann irgendwie in den Wald verschleppt. Woher weißt du das? Jeder weiß das. Der Mord geschah in der Nähe der Kriegerhütte, direkt in der Stadt. Es gab sogar eine Blutspur, die aus der Stadt in den Wald führte, wie sie später herausstellte. Dafür, dass du so viele Fragen stellst, bist du nicht sonderlich gut informiert. Und? Und was heißt das jetzt? Dass du ein fauler Sack bist. Aber Askors Tod scheint dich sehr zu treffen. Natürlich. Er war mein bester Freund, du Schwätzer. Ja, und darum glaube ich nicht, dass du ihn getötet hast. Du willst mich wohl verarschen? Natürlich nicht. Wer sowas behauptet, der kann mich mal. Dein Freund Askor. Was war er für ein Mann? Unsere Eltern waren Freunde. Wir wuchsen quasi wie Brüder auf. Askor war kein einfacher Kerl. Er war ein Mann des Gesetzes und ihm war die Anerkennung der anderen Krieger enorm wichtig. Mit seinen Erfolgen hat er sicherlich so manchen verärgert und eifersüchtig gemacht, aber egal, vergiss einfach, was ich sagte. Vergessen? Eifersucht klingt für mich nach einem möglichen Motiv für den Mord. Eifersucht? Sehe ich so aus, als würde mich die Anerkennung der anderen Krieger interessieren? Leck mich doch. Der ist aber not amused immer. Geil. Oh, schönes Ding. So, den haben wir auch.